Hey Leute, hier ist Sebastian. Willkommen zu unserem Follow-up-Video zu unserer VFox HomeLab Challenge zur Resonanz. Falls ihr das Challenge-Video nicht gesehen habt, schaut euch das zuerst an, denn das hier ist nur das Follow-up-Video. In der Challenge haben wir sehr langsam ein Wasserglas gefüllt und uns dabei angeschaut, wie das Frequenzspektrum von dem dabei erzeugten Geräusch aussieht. Und meine Frage, die ich da gestellt habe, ist eigentlich genau genommen ehrlich gesagt ein wenig überflüssig gewesen, nämlich ob sich diese Frequenz linear über die Zeit entwickelt, denn im Video konnte man schon genau sehen, dass das nicht so ist. Hier ist die Messung aus dem Video. Die weißen Bereiche, die man sieht, sind die starken Frequenzen, die in dem Spektrum auftreten. Und was man ganz klar sieht, gegenüber der Zeitachse ist hier eine ziemlich deutliche Krümmung drin, genauso bei den höheren Frequenzen und so weiter. Und dasselbe sieht man auch unten in dem Graphen, wo VFox die stärkste Frequenz rauspickt und gegen die Zeit aufträgt. Auch hier ganz klar eine Krümmung, insbesondere zum Ende hin. Um das zu verstehen, müssen wir erst noch einen kleinen, relativ offensichtlichen Schritt machen. Denn unsere Zeitachse ist eigentlich direkt mit der Füllhöhe verbunden. Wir haben den Wasserhahn so eingestellt, dass wir einen konstanten Wasserfluss haben. Das bedeutet, wenn wir unser Glas auffüllen, dann steigt auch der Wasserspiegel linear mit der Zeit an. Und das bedeutet umgekehrt auch, dass wir uns hier oben diese Luftsäule angucken können, also von dem oberen Rand des Glases bis zum Wasserspiegel. Das Ding nennen wir jetzt einfach mal H. Und das nimmt dann auch linear mit der Zeit ab. Und dadurch können wir unsere Zeitachse ein wenig umschreiben und einfach sagen, ja, diese Zeitachse hier, weil eben mit der Zeit diese Höhe linear abnimmt, ist eigentlich eine Achse, die uns die Höhe dieser Luftsäule angibt. Das heißt, das hier ist eigentlich H. Ich kann keine Einheit dafür angeben, denn ich habe da keine Kalibrationsmessung gemacht. Ich habe nicht nachgemessen, wie schnell der Wasserspiegel steigt mit der Zeit, sonst hätte man da sogar auch konkret angeben können, so und so viel Millimeter pro Minute oder so, also langsam war es nicht, ne? Aber so und so viel Zentimeter pro Sekunde, die Größenordnung, könnten wir tatsächlich als Beschriftung auf dieser Zeitachse angeben. Und dasselbe gilt natürlich ebenso für die Achse hier unten, die Zeitachse, bei der die höchste Frequenz aufgetragen ist. Das heißt also, eigentlich haben wir einen Verlauf der Frequenz, der so aussieht, dass gegenüber der Höhe dieser Luftsäule die Frequenz ungefähr diese Form annimmt. Also im Grunde einfach gespiegelt zu der Kurve da drüben. Warum ist mir das so wichtig, das gegen die Höhe der Luftsäule aufzutragen? Naja, darüber kann ich nämlich erklären, warum das so aussieht, wie es aussieht. Und zwar ist es so, dass wir beim Einfüllen von Wasser eine Menge Geräusche erzeugen. Also erstmal das Plätschern von Wasser hat alle möglichen denkbaren Frequenzen da drin. Also alles, was ihr euch da vorstellen könnt als Frequenz, ist irgendwie da drin vertreten. Was wir aber hören und das Dominante im Spektrum sind die Frequenzen, die oben von dieser Luftsäule verstärkt werden. Und um eine Resonanz oben dieser Luftsäule zu haben, müssen wir uns die Randbedingungen von so einer Luftsäule angucken. Und das ist in dem Fall unten am geschlossenen Ende beim Wasser ein Knoten der darin entstehenden Welle und am oberen Ende von unserer Luftsäule ein Bauch dieser Welle. Also was ist ein Knoten, was ist ein Bauch? Nehmen wir uns hier eine Nulllinie an und wir haben halt hier eine Welle drin, die ungefähr, ja, sagen wir mal, so aussieht. Das kommt grob hin, dann nennen sich diese Nullpunkte, wo die Amplitude verschwindet, also da, wo halt keine Auslenkung stattfindet, die nennt man Knoten. Und die Stellen, wo wir ein Maximum haben, die nennt man Bauch. Und unsere Bedingung ist jetzt, dass ein Bauch oben mit der Öffnung von unserer Luftsäule zusammenfällt und dass ein Knoten unten mit der Wasseroberfläche zusammenfällt. Und wenn man das jetzt einmal etwas gröber zeichnet, kann man auch direkt drauf kommen, was die größte Wellenlänge und damit die niedrigste Frequenz ist, die da reinpasst. Das heißt, ich zeichne mal jetzt ein nochmal schmaleres Röhrchen. Hier ist unser Wasserspiegel und hier oben unsere Bedingung für dieses H ist, dass unsere Welle mit einem Knoten anfängt und direkt oben mit einem Bauch endet. Ja, also das hier wäre unsere Nulllinie. Und wenn man die Welle jetzt fortsetzen würde, würde man hier wieder einen Knoten bekommen, hier wieder einen Bauch, Knoten, Bauch, Knoten, Bauch und so weiter. Die Wellenlänge ist die Strecke, nach der sich die Welle anfängt zu wiederholen, also vor allem auch wieder in dieselbe Richtung ausschlägt. Das heißt, das hier ist unsere Wellenlänge. Physiker benennen das Ding gerne mit dem griechischen Buchstaben Lambda. Und man kann jetzt hier raus relativ einfach erkennen, hier ist wieder unser H. Da ist wieder unser H, hier ist wieder unser H. Dass die Bedingung, die daraus folgt, das ist, dass unser Lambda viermal die Höhe dieser Luftsäule ist. Und wenn jetzt versucht, die nächst kürzere Wellenlänge, eben die mit der höheren Frequenz reinzupacken, da muss man einfach nach dem nächsten Bauch suchen. Der wäre hier. Und das würde dann bedeuten, dass unser Lambda gleich 4/3
unserer Höhe wäre. Und dann gehen wir zum nächsten Bauch und stellen fest, Lambda wäre jetzt hier 4/5 von der Höhe unserer Luftsäule. Um das jetzt noch auf die Frequenz zu übertragen, müssen wir die ganze Sache noch ein bisschen umdrehen. Dazu braucht man den Zusammenhang zwischen Frequenz, Schallgeschwindigkeit und Wellenlänge. Der ist relativ simpel. Die Frequenz ist einfach unsere Schallgeschwindigkeit, die nennen wir jetzt hier C, geteilt durch die Wellenlänge. Und das bedeutet für unsere einfachste Frequenz ganz simpel, dass wir C durch 4 mal diese Höhe als Frequenz haben. Und für die nächsthöhere Frequenz wäre es dann so, also für die nächste Welle, die auch noch in diese Luftsäule passt, wäre 3 mal C durch 4 mal die Höhe unserer Luftsäule. Und dann noch wieder für die nächste Frequenz hätten wir 5 mal C durch 4 mal die Höhe unserer Luftsäule. Also ganz allgemein hingeschrieben können wir sagen, die Frequenzen, die wir erwarten, die verstärkt werden von unserer Luftsäule, sind N mal unsere Schallgeschwindigkeit durch 4 mal die Höhe unserer Luftsäule. Und dieses N ist einfach irgendeine natürliche Zahl, die ungerade ist, also 1, 3, 5, 7, 9 und so weiter. Genau diese Frequenzen sind die Frequenzen, die wir hier in unserem Plot sehen. Das heißt, wenn wir uns eine fixe Zeit angucken, haben wir hier die Frequenz für n gleich 1, hier die Frequenz für n gleich 3, hier die Frequenz für n gleich 5. Und jede dieser Frequenzen folgt dem Verlauf 1 durch die Höhe unserer Luftsäule. Also eben genau das, was wir hier gesehen haben. Und das sieht man in unserem Graphen eben, indem man hier die Höhe aufträgt und hier eben entsprechend dann unseren Frequenzplot hat. Damit ist das genau gespiegelt zu dem Graphen, den wir haben. Und das gilt für jede dieser Frequenzen, auch bei den höheren Ordnungen. Zufälligerweise hat übrigens der User Julian auf Twitter, genau einen Tag bevor wir diese Challenge gepostet haben, ein Video und einige Bilder von genau diesem Experiment veröffentlicht. Und hier sind seine Ergebnisse. Er hat es mit seinem Aufbau geschafft, relativ bequem auch noch Frequenzen bis n gleich 31 zu sehen und hat dann ein numerisches Modell nach dieser Formel da oben drüber gelegt. Und übrigens, die exakte Berechnung dieser Frequenz ist leider ein kleines bisschen komplizierter, als was ich gerade skizziert habe. Denn das Problem ist, dass oben die Öffnung der Luftsäule eine gewisse Breite hat, die wir berücksichtigen müssen. Unser Glas ist nicht unendlich schmal, sondern es hat halt einen endlichen Öffnungsdurchmesser und das müsste eigentlich in die Berechnung noch einfließen. Dazu haben vor kurzem bei uns im Forum einige unserer User aus Frankreich ein schönes Experiment diskutiert, bei dem sie das Geräusch beim Öffnen einer, ich zitiere, guten Flasche Wein genutzt haben, um die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen. Das wiederum basiert auf einer Veröffentlichung von Lutz Kasper und Patrick Vogt. Und wenn ihr also genau wissen wollt, wie diese Frequenz korrekter berechnet wird oder noch ein bisschen präziser berechnet wird, schaut euch den Link in der Beschreibung des Videos an. Das war es dann auch schon für dieses Follow-up-Video und das war jetzt wahrscheinlich auch das letzte Video aus unserer HomeLab-Challenge-Serie. Keine Sorge, wir werden bald weitere Videos veröffentlichen mit normalen Experimenten, auch mit den normalen, etwas umfangreicheren Videos, die wir sonst erstellen. Bis dahin, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder.